Herzlich willkommen zum Seminar Vitae Medio. Dieses Programm, ich werde in meinem Part die aktuelle Website vorstellen. Dann ein Hauptteil meines Vortrags wird letzten Endes das neue Werkzeug zur Bestimmung der Wirkungsdauer von Pflanzenschutzmitteln gegen Peronoidium sein. Und schließlich ist auch noch sehr wichtig, dass man dann über das Wetterstationsnetz für Vitae Medio 2022 sprechen. So, ich gehe weiter im Programm. Ich will Ihnen die aktuelle Website vorstellen. Wichtig ist als immer, wenn man sich in der aktuellen Zeit bewegt, dass man doch eine Rückschau hält, wo kommt eigentlich diese ganze Prognose her. Das datiert sogar vor der Gründung des Weinbauinstituts. Dort hat bereits den Inkubationskalender 1913 verteilt an die badischen Winzer. 23, also 3 Jahre nach der Gründung des Instituts, wird die Inkubationskurve publiziert, die heute noch Gültigkeit hat, von unserem Institutsgründer Karl Müller vor über 100 oder fast 100 Jahren. Wir haben dann letzten Endes im 100-jährigen Bestehen des WBIs haben wir das aufgezeichnet, den Weg vom Inkubationskalender zu der digitalen Realisierung auf Vitae Medio. In 2020 erfolgte eine umfangreiche Novellierung von Vitae Medio. Wir haben das neu bearbeitet, haben das auf neue Füße gestellt und die Ziele waren damals, und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Es ging darum, die Umsetzung von Pflanzenschutzmittelreduktionsstrategie des Landes Baden-Württemberg umzusetzen. Dann helfen auch den nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln umzusetzen. Das war ein sehr wichtiges Ziel, das ist es nach wie vor. Wir wollten auch Vitae Medio komplett novellieren, um es auch zukunftsfähig zu machen. Es wurden neue Softwaremodule programmiert, damals schon in 2020. Und wir wollten eigentlich erreichen, dass wir eine präzisere Prognose erreichen durch die Verknüpfung der Modellsituationen und vor allem auch der Daten aus dem Monitoring der Rebschutzwarte und der Landesanstalten, das heißt der LVWO und dem WBI Freiburg. Was auch wichtig ist, letzten Endes ist Vitae Medio natürlich auch ein Schlüssel dazu, um die Produktionsbedingungen, die durch den Klimawandel entstehen, entsprechend anzupassen bzw. auf neue Schadenerreger zu reagieren. Und was ganz wesentlicher Aspekt ist, heute in aller Munde, aber letzten Endes machen wir das seit 20 Jahren, die Digitalisierung soll helfen, den Weinbau zur Unterstützung auf dem Weg in die Moderne bzw. aktuell zu sein. Und ganz klar, der Auftrag uns in Baden-Württemberg ist, die Weinwirtschaft nachhaltig zu unterstützen. Wir haben diese Dinge dann auch publiziert im Badischen Winzer und in Rebe und Wein. Dann haben wir letztes Jahr, 2021, schon neue Instrumente installiert und die auch entsprechend publiziert in den Fachzeitschriften im Badischen Winzer, auch in Rebe und Wein. Da hat es schon Neuigkeiten gegeben für Sie. Und letzten Endes will ich Ihnen zeigen, ob es jetzt dieses Jahr haben wir natürlich auch Neues zu zeigen. Ich will aber einführen, doch in den ersten 10 Minuten Ihnen zeigen, ein bisschen durch Vitae Medio durchführen. Was gibt es Neues, was gibt es aktuell, was ist vom letzten Jahr noch drin? Und da will ich auf die Webseite wechseln. Ich denke, die sehen Sie jetzt alle. Wenn Sie auf der Website von Vitae Medio sind, dann startet es immer wieder gleich, nämlich mit der Peronospora. Das ist ein Überblick, die aktuelle Situation. Sie sehen dann in der Menüauswahl, haben Sie auf der linken Seite die Prognose bzw. die Karte, die Darstellung via Karte der Modelle. Dann haben wir Stationsinfo, dann haben wir den Niederschlagsradar bzw. Monitoring und das ist der große zweite Teil unseres Nachmittags von der Fortbildung. Auf der Karte können Sie hier, das ist wichtig für alle Zeit, Sie können jederzeit zurückblicken, wie war die Situation letztes Jahr zum Beispiel im Ende Juni. Klickt das mal an, dann sehen Sie, das letzte Jahr war alles gelb. Sie können da auch vor- und zurückblättern. Das ist immer sehr wichtig, dass Sie das wissen. Also das gilt für alle Daten, die in der Datenbank abgespeichert sind. Das heißt, Sie können auch Daten, die archiviert sind, immer wieder sehen.
Was auch wichtig ist, Sie haben hier die Möglichkeit, über die Knöpfe Hinweise zu VitaMeter zu bekommen, zu der aktuellen Seite oder hier. Da ist ein PDF hinterlegt, also ein schriftliches Dokument, wo VitaMeter erklärt wird, die das in Ruhe durchlesen wollen. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit hier auf das Kamerasymbol, das sind letzten Endes Einführungsvideos hinterlegt oder auch Schulungsvideos, die man dann in Ruhe sich anschauen kann. Ich gehe jetzt auf das nicht ein, klicken Sie das durch in Ruhe, dann werden Sie eine Menge Videos schon finden und eine Menge Einträge. Nun auf der Übersichtskarte, wenn man dann haben Sie die Möglichkeit, hier die entsprechenden Krankheiten auszuwählen. Wenn wir jetzt auf Oidium zum Beispiel gehen, dann haben Sie die Situation am 2.7.21 in Oidium in Baden-Württemberg. Sie können genauso sagen, Sie gucken sich dann die Schwarzfäule an oder was anderes. Und natürlich dasselbe gilt für die Schädlinge. Sie können sich die Situation letztes Jahr angucken vom Traubenwickler. Aber viel interessanter ist natürlich aktuell, wie ist der aktuelle Stand beim Traubenwickler? Wie sieht es aus mit dem Flug? Und da sehen Sie, das ist noch alles grün. Das heißt, momentan ist natürlich noch kein Gefahrenverzug. Und was wichtig ist, wenn Sie hier dann reinzoomen, dann sehen Sie die aktuellen Zahlen. Das ist die Grasstunden vom Traubenwickler. Und das ist natürlich sehr hilfreich, dass Sie sehen, sag mal, wie weit sind wir denn eigentlich? Ab wann geht es in die gelbe Richtung? Also das heißt, ab wann müssen wir vorsichtig sein, dieses Penzer aufzuhängen? Das ist, denke ich, das ist aktuell ein wichtiges Tool für Sie, damit Sie sich das anschauen können. Dann, was auch noch schön ist, Sie können natürlich auch genau gucken, am selben Termin, wie sah es denn 2021 aus, um dieselbe Zeit. Dann können Sie reingehen und sagen, ja gut, ich geh mal rein, schauen wir die Situation 2021 an. Und zwar selber Termin, nämlich am, sorry, 2021, 3. März. Und dann kriegen Sie die Situation vom 3. März 2021, können natürlich wunderbar anhand der Zahlen sagen, sehen, sind wir eigentlich genauso weit oder sind wir später dran. So, nun gehe ich zurück auf die Peronospora. Und bei der ganzen Realisierung von VitaMeter war uns eins wichtig. Dass Sie letzten Endes mit relativ wenig Klicks zu Ihrer Information kommen. Einen Moment, ich gehe jetzt auf 2.22 wieder. Das war der Ausgangsbildschirm. Wenn Sie dann wissen wollen, was bei Ihnen los ist, dann haben Sie zwei Möglichkeiten, Ihre Station zu finden. Entweder Sie gehen hier auf den Punkt, zum Beispiel auf Oberkirch oder Ortenberg oder hier auf Markelsheim oder irgendwo anders hin, oder Sie können sich natürlich auch die Station hier aussuchen, über das Menü finden. Ich suche zum Beispiel jetzt Weinsberg raus. Und dann können Sie auf Weinsberg klicken und dann haben Sie alles zu Weinsberg da. Sie können also mit ein, zwei Klicks sind Sie bei Ihrer Station und dann können Sie Ihre entsprechenden Informationen ausgucken. Also hier haben Sie jetzt die Peronospora. Sie können auch dann problemlos bei der Peronospora so gestalten, dass Sie hier unter Info Allgemeines zum Modell finden, dass Sie auch die Anwendung, also Hinweise, wie nutzen Sie das Modell, finden und auch die Strategie zur Bekämpfung. Hier unten sind die PDFs hinterlegt von der letzten Saison. Das ist ein Archiv. Ich klicke mal auf eins drauf, damit Sie das sehen. Ich öffne das mal. Und dann können Sie jederzeit sich das anschauen und diese PDFs letzten Endes für sich ausdrucken oder weiterverwenden. Sie haben auch die Möglichkeit, noch mehr detailliertere Daten zu finden über die Excel-Versionen. Aber ich denke, dass in der Regel braucht man in der Praxis eigentlich nur die PDFs.
Das wollte ich Ihnen zeigen. Also Sie finden sich relativ schnell zurecht hier. Auf der Stationsseite können Sie dann problemlos wechseln zu den anderen Modellen. Zum Beispiel hier Gänsefoidum auf Schwarzfäule, die Phänologie und holen sich die aktuellen Modellwerte direkt. Also Sie sind sehr, sehr schnell bei der Sache, auch was die Wetterdaten anbetrifft. Bei der Peronospora haben wir eine Besonderheit: Wenn Sie auf Kombigraphe gehen, dann können Sie sich hier mehrere Dinge dazuschalten. Ich nehme mal jetzt ein Beispiel vom letzten Jahr, 2021. Dann nehmen wir bis zum 31. Juli oder August. Dann hole ich mir 2021. Grafik aktualisieren und dann haben Sie letzten Endes hier das Peronospora-Risiko komplett von der ganzen Saison beziehungsweise das Blattwachstum dazu. Sie können sich ja noch das phänologische Modell auch dazu schalten und dann haben Sie eine sehr, sehr umfangreiche Karte und können letzten Endes diese Dinge, wenn Sie das wollen, das habe ich gerade gemacht, als Bild speichern und dann exportieren und zwar in alle möglichen für alle möglichen Präsentationen können Sie das dann nutzen. Wichtig ist, Sie können das hier auch reinzoomen in die Grafik, sich bestimmte Dinge dann besser aussuchen, ausgucken, sich das genauer anschauen. Das ist eben dann die Situation vom letzten Jahr. Für die, die es genau, ganz genau wissen wollen, da haben wir auch noch die Detailansicht zu bieten bei der Pero, wo letzten Endes Inkubationszeiten dann hinterlegt sind. Es dauert einen Moment. Und dann sehen Sie hier die Inkubationskurven bzw. die Infektion und so weiter und so fort. Das ist also für diejenigen, die sehr, sehr genau das wissen wollen. So, wir haben auch was Neues drin. Sie wissen, das Wachstum hat letztes Jahr eine sehr, sehr große Rolle gespielt bei der Bekämpfung der Rebenperanospora. Bei der Phänologie ist was Neues hinterlegt. Das ist jetzt für die, die sehr genau wissen wollen. Gehen wir gerne aufs Blattwachstum. Und da sehen wir, können Sie auch auswählen, wie lange wollen Sie das sehen. Sag Grafik aktualisieren. Und dann sieht man die Wachstumsgeschwindigkeit oder die unterschiedlichen Jahre sehr, sehr gut. Und Sie können auch dann diese Dinge zu- oder wegklicken, zum Beispiel nur die letzten 2 Jahre anschauen. Und dann sieht man sehr wohl, der große Unterschied zwischen 2020 und 2021 war, dass wir am Anfang so gut wie kein Wachstum haben und zum Schluss dann im Juni ging das rasant nach oben. Wir haben das übrigens auch berechnet für den Zuwachs Blattfläche pro Woche. Und dann sehen Sie, wie unterschiedlich das in der Saison ist. So, dann würde ich hier mal zurückgehen. Kurz die Präsentation verlassen. Und zwar haben wir im Verlauf des letzten Jahres für Sie ein neues Werkzeug oder neue Werkzeuge programmiert. Da geht es um die Wirkungsdauer von Pflanzenschutzmitteln gegen die Rebenperanospora bzw. gegen Oidium. Was war eigentlich der Grund, warum dass wir das getan haben? Die Idee war folgende. Sie finden ja diese ganzen Hinweise zur Nutzung vom Peronospora-Modell, finden Sie eigentlich auf der Website bei uns direkt, auch die Strategie zur Bekämpfung der Rebenperanospora. Letzten Endes ist natürlich so, diese Strategien darzustellen auf dem Papier und dann umzusetzen im Feld ist doch nicht so einfach. Deswegen haben wir uns entschlossen, diese Ihnen da Hilfsmittel an die Hand zu geben. Und zwar einerseits bei der Peronospora, um genau diese Strategie, die wir immer wieder in unserer Sonderbeilage zeigen, sowohl in Rebe und Wein, wie auch im Badischen Winzer, auch wie auf der Website, dass wir Ihnen da eine Hilfestellung geben, direkt auf dem Internet. Dann, dasselbe gilt für die Anwendung vom Risikomodell für Oidium. Da haben wir auch eine Strategie hinterlegt. Sie kennen, viele von Ihnen kennen diese Tabelle mit der Wirkungsdauer bzw. mit der Klassifizierung der echten Mehltaumittel gegen Oidium.
Und letzten Endes heißt darum, wie kann ich die dann in eine Strategie schlüssig umsetzen? Und da wollen wir Ihnen tatsächlich eine Hilfestellung an die Hand geben. Und das wird es dieses Jahr 2022 erstmal gegeben sein. Ich werde Ihnen jetzt mehrere Werkzeuge vorstellen, und zwar zuerst das Pernospa-Werkzeug. Wir haben jetzt den Bildschirm, die Kombiansicht von der Reben-Pernospa. Ich gebe letztes Jahr mal ein Datum ein, um Ihnen das zu zeigen. Da haben wir zum Beispiel knifflige Situationen, weil ja tatsächlich Mitte Juni oder nehmen wir den 20. Juni bis dann Juli bis zum 10. Ich aktualisiere die Grafik. Und es war so eine knifflige Situation letztes Jahr. Mache noch die Modelle da. Sie finden jetzt hier neu Behandlung Wirkungsdauer. Und wenn Sie hier auf die Behandlung Wirkungsdauer draufgehen, dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Behandlungen auszuwählen. Das eine ist die Biovariante, das andere ist der IP mit Phosphonaten als integrierte Variante und IP ohne Phosphonate. Ich mache jetzt mal zwei, drei Beispiele. Das eine ist Bio. Ich setze jetzt eine Behandlung, die kann ich entweder hier direkt im Fenster im Juli setzen oder ich kann sie direkt hier, wenn Sie hier reinklicken, dann haben Sie das Datum sofort drin. 23.06. Ich sage Wirkungsdauer berechnen und dann kommt Ihnen ein schwarzer Balken da, der nach hinten immer heller wird und da sehen Sie rechts ein Fenster. Die Wirkungsdauer endet am 24.06. Und zwar, wie die Wirkungsdauer berechnet, so kurz berechnet, weil es da geregnet hat, weil wir die 70 Liter Regen hatten. Sie können die Hintergründe, wie wir da rechnen, das können Sie hier direkt ablesen. Wirkungsdauer der Behandlung mit Kupferpräparaten ist entweder 2 Blätter bzw. 400 Quadratzentimeter. Und bei Kupfer spielt die Abwaschung einfach eine große Rolle. Das wissen alle, die Bio-Weinbau betreiben. Das momentan haben wir reingerechnet. Wenn man 30 Liter Regen hat, erlischt die Wirkung von Kupfer. Das ist natürlich nicht ganz der Fall, aber um einfach ein Risiko auszuschließen. Sie können genauso sagen, ich arbeite integriert ohne Phosphonate. Auch hier finden Sie hinterlegt, wie wir da rechnen. Ich mache das mal zu. Nehmen denselben Termin und dann sehen Sie, ist die Wirkungsdauer deutlich länger, weil wir einfach diese Abwascheffekte bei organischen Fungiziden nicht haben. Auf jeden Fall nicht in dem Maß wie bei den Kupferpräparaten. Wenn Sie dann sagen, ich mache dasselbe mit Phosphonaten, dann wirkt es noch mal etwas länger. Das soll Ihnen einfach helfen, abzuschätzen, wie lang das die Wirkung ist von den entsprechenden Pflanzenschutzmitteln. Das heißt, und Sie sehen hier viel besser, dass dieser schwarze Balken immer transparenter wird. Das ist ja logisch, je mehr das zuwächst, desto eher können eventuell am Ende dieser Wirkungsdauer tatsächlich Infektionen stattfinden. Das ist jetzt frei. Sie können das Tool also nutzen dieses Jahr. Machen Sie Ihre Erfahrungen. Das ist auch so, dass man natürlich bei diesen neuen Werkzeugen immer schauen muss, wie bewähren sich die, müssen wir die verbessern. Wir haben im letzten Jahr intensiv daran gefeilt. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Start für die Saison 2022. Und ich glaube, da kommen wir doch ein Stück voran, um die Strategien besser an Mann und Frau zu bringen. Und vor allen Dingen ist so, wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, letztes Jahr, das gehen wir mal Mitte Juni und holen sich das nochmal her. Da sehen Sie diese extremen warmen Bedingungen, wenn Sie da jetzt mal wieder da ein Infekt was setzen und dann Wirkungsdauer berechnen, dann ist die eigentlich relativ kurz, trotz Phosphonaten, weil einfach der Zuwachs immens war. Das war die Geschichte mit der Peronospora. Wir haben auch die Möglichkeit gesehen, ein ähnliches Werkzeug für Sie zu programmieren oder eine Hilfestellung zu geben, und zwar bezüglich von Oidium. Wenn Sie dann auf Oidium gehen, hier nehmen wir auch Weinsberg, ich gehe auf die Kombi-Ansicht, es bleibt alles gleich, der Bildschirm dann. Da haben Sie die Möglichkeit, hier auch Behandlung Wirkungsdauer einzugeben. Eigentlich fast gleich wie bei der Ferro.
ist aber anders hinterlegt. Das richtet sich eben nach diesen Tabellen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Ich nehme jetzt mal Netzschwefel, ein Ökoprodukt. Das ist letzten Endes, das war kurz vor der Blüte. Ich setze das mal hier ein, kurz vor der Blüte. Und dann sage ich jetzt Wirkungsdauer berechnen. Und da sehen Sie sofort, die Wirkung endet am so und so vielten, etwa nach 7 Tagen. Und es ist so, dass da auch ein Hinweis steht, Anwendung in kritischer Phase von Netzschwefel nur im Ökoanbau. Wir würden also so ein Produkt natürlich nicht im IP-Anbau empfehlen, weil einfach die Wirkungsdauer zu kurz ist unserer Ansicht nach. Aber das kann jeder Winzer dann für sich entscheiden, je nachdem, ob er öko wirtschaftet oder integriert wirtschaftet. Ich denke, da hat jeder alle Möglichkeiten und Sie können dann entsprechend Ihre Präparate auswählen. Ich mache dieselbe Sache jetzt nochmal für das wirkungsstärkste Gruppe, nämlich fürs Luna bzw. Luna Max, Sercadis. Ich nehme mal das Sercadis, sage Wirkungsdauer neu berechnen und dann sehen Sie sofort, der Wirkungsdauerbalken geht nach, verlängert sich, aber auch hier ist so, dass natürlich gegen Ende dieser 12 Tage die Wirkung geringer wird, logischerweise, weil wir Zuwachs haben und die Blüte voranschreitet. Das war jetzt die Idee, was hinter dem Wirkungsdauertool liegt. Ich glaube einfach, dass wir da eine Möglichkeit sehen, Ihnen zu helfen. Nichtsdestotrotz ist es mir ein großes Anliegen, auch zu sagen, auch hier, je einfacher die Systeme werden, desto schneller vergisst man tatsächlich zu schauen, was draußen los ist. Das ist natürlich eine Hilfestellung, das heißt, das ersetzt nicht Ihr Know-how. Das heißt, man muss auch etwas wissen, was dahinter steckt, hinter diesen Modellen. Wenn Sie dann nochmal hier reingucken, wir sind in Weinsberg, wenn wir unter Info schauen, dann können Sie hier die Wirkungsdauertabelle abrufen. Ich hole die mal kurz. Da sehen Sie, letzten Endes steckt genau das hinter dieser Wirkungsdauer drin, die wir Ihnen jetzt zeigen. Der große Vorteil sehen wir darin, dass natürlich Sie als Winzer jederzeit darin das eingeben können, aber abschätzen können, was los ist. Und wenn die Wirkungsdauer zu Ende ist, heißt es ja noch lange nicht, dass man da behandeln muss, wenn nämlich nichts los ist, wenn in den Kontrollen nichts los ist, da ist noch überhaupt kein Oidium da in der Fläche in Baden-Württemberg, dann kann man durchaus 1 bis 2 Tage noch warten. Bei der Peranospora ist noch eklatanter, wenn die Wirkungsdauer abgelaufen ist und es ist natürlich nach Ende Wirkungsdauer kein Regen in Sicht, ist auch nicht die Notwendigkeit gegeben, ein Pflanzenschutzmittel oder Fungizid gegen die Pero auszubringen, logischerweise. Es ist sehr wichtig, dass man sich das immer vergegenwärtigt. Wirkungsdauer Ende heißt noch lang nicht, dass wir dann sofort behandeln müssen. Das ist eine wichtige Sache. Wir konnten das neue Werkzeug eigentlich nur programmieren, weil wir eine Förderung erfahren haben vom MLR in Stuttgart. Und zwar ging es darum, Vitimeteo auszubauen. Und zwar waren das Mittel für die Umstellung auf ökologische Wirtschaftungsweise im Aktionsplan Bio-BW in Baden-Württemberg. Und natürlich war unser Ansinnen, dass wir jetzt nicht ausschließlich die Ökolandwirtschaft unterstützen, sondern im integrierten Weinbau auch vorankommen. Das ist eine wichtige Ergänzung, glaube ich, zu dem Thema, dass man das nochmal wirklich hier ganz klar sagt. Und das ist mir eigentlich wichtig, Ihnen jetzt wirklich zu zeigen, das sind zwar jetzt wirklich digitale Tools, wie man so schön sagt heute, aber mir ist wichtig, dass man immer eigentlich so über sich im Klaren sein muss. Eine fundierte Ausbildung brauche ich, um auch einzuschätzen können, was bedeutet das im Wirkungsdauerbalken und wo sind die Grenzen oder die Möglichkeiten dieser Systeme. Ich glaube auch, wenn wir solche Seminare tragen, schon dazu bei, diese neuen Werkzeuge sinnstiften im Sinne eines integrierten und ökologischen Weinbaus einzusetzen. So, jetzt gibt es einen Ausblick und zwar, das eine ist natürlich das der Ist-Zustand. Das können wir jetzt mit unseren empfindlichen Sorten machen. Da kennen wir relativ gut die Grenzen von Pflanzenschutzmitteln. Aber wie geht es weiter, wenn wir tatsächlich in Richtung vermehrtem Anbau von Pilivis denken? Wir sind momentan in VitiFit involviert. Das ist ein großes Projekt, was von der Hochschule in Geisenheim gesteuert wird.
Unser Job ist da von Freiburg aus im Prognosemodell Vita Meteo letzten Endes ein System zu entwickeln, was in der Empfindlichkeit der eigenen Rebsorte, der neuen Rebsorten auch zeigt. Kann man da, haben wir da Möglichkeiten, Ihnen da auch Hilfestellungen zu geben? Das ist unser Job da. Wir sind da aktuell dran, da weiterzukommen. Jetzt auch in dem Projekt, jetzt noch nicht überhaupt um Pflanzenschutzstrategien, den falschen Mehltau, und zwar bei klassischen neuen Rebsorten, Stilistik, Marktakzeptanz und so weiter und so fort. So, und was haben wir da? Die Grafik kennen Sie schon, habe ich Ihnen im Internet gezeigt. Das nächste wird sein, Sie haben hier diese Kombigrafik, wir haben hier das Risiko an den Blättern und dann haben wir die neuen Sorten, da haben wir spezielle Cluster, das heißt, diese Cluster bilden die Resistenz der neuen Sorten wieder. Wir haben dann hochanfällige oder weniger resistente Sorten, sehr resistente Sorten. Sie können hier mit dem Cluster dann auswählen, welche Sorten das sind. Wir werden natürlich auch in Infobutton hinterlegt, ob das der Sauvignon Gris, die Calardis Blanc oder der Cabernet Cortez. Und hier unten sehen Sie, wird ein Cluster eingeblendet, wo Infektionen stattfinden können bei diesen neuen Sorten und wo nicht. Dann weiß man sehr gut, sag mal, hoppla, da hinten passiert ja gar nichts mehr, da muss ich eigentlich mit Pflanzenschutzmitteln weniger machen. Am Anfang muss ich Pflanzenschutzmittel einsetzen, ist die Idee. Also da geht es längerfristig hin. Das sind die Aussichten, aber das sind wir noch in der Mache, bis das dann auf den Bildschirm kommt. Ich denke, da werden wir 2, 3 Jahre noch arbeiten, vielleicht eine Testversion in 2023, 2024 aufschalten, dass wir mal gucken, wie das funktioniert. Aber das ist die Zukunft, dass wir gleich die neuen Sorten damit einbauen. Leider sind wir bisher nur in der Lage, das zu machen für die Peronospora, weil das Projekt strikt auf die Peronospora ausgerichtet ist. So, ich komme jetzt zum letzten Punkt, nämlich zum Wetterstationsnetz Vitimeteo. Wie sieht es da aktuell aus? Das ist immer ein sehr wichtiger Punkt, der mich auch viele Stunden beschäftigt am WBI. Auch dort hat das MLR eine Förderung ausgesprochen letztes Jahr. Das war kurz vor knapp, nämlich im Dezember letzten Jahres. Das heißt, das Wetterstationsnetz, das agrarmeteorologische Wetterstationsnetz in Baden-Württemberg konnte ausgebaut werden, und zwar in allen Kulturen, sowohl im Ackerbau, Sonderkulturbereich, wie auch im Weinbau. Auch wir haben davon profitiert im Weinbau. Und es ist eine schöne Sache. Wir sind da vorangekommen jetzt. Aktuell werden die Stationen zusammengebaut und integriert ins Netz. Neu dazugekommen. Eine ist schon, das ist im Klettgau. Das ist eine tolle Sache. Die Klettgauer Daten bekommen wir von unseren Schweizer Kollegen. Das ist Hallau. Also da mussten wir gar keine neue Station aufbauen. Wir konnten die Daten haben von den Schweizern und das ist jetzt in Vitimeteo integriert. Das ist also für die Winzer am Hochrhein eine schöne Sache. Eine neue Vitimeteo-Station wird es geben in Oberrottweil. Dann, wir haben noch einen Augustenberg, eine bisher bestehende, eingebaut in Vitimeteo. Es gibt eine neue Station in Schriesheim. Dann gibt es eine neue Station in Bönnigheim, die ist schon eingebaut. Dann in Heilbronn-Ost, die steht schon. In Bad Cannstatt steht schon. Und dann gibt es Ersatzstationen für ältere Hofmannstationen. Das ist Eichstätten, Meersburg und Brackenheim. Also werden neue, ältere Stationen ausrangiert und neue aufgebaut. Also insgesamt haben wir dann neue Stationen, neue in 2022. Das heißt, wir haben insgesamt 78 und ich denke, das ist doch eine stattliche Anzahl. Und da sind wir zumindest schon ein gutes Stück vorangekommen. Das hätte ich mir vor einem Jahr nicht träumen lassen, dass wir nochmal 7 neue oder und bekommen, beziehungsweise das alte verbessern können. So, wie geht es eigentlich immer noch weiter, wenn man eine Station anschaffen will? Dieser muss man leider sagen, sind wir am Ende. Also da können wir noch neue Stationen einbauen, außer den bisher gezeigten. Aber wenn Sie für 2023, wenn Sie da Ideen haben, richtet sich an Ihren Weinbauberater, dann an mich. Und ich werde dann mit der LTZ in Augustenberg konferieren, inwiefern, dass wir diese Station ins Landesnetz ausnehmen können oder nicht. Wenn das möglich ist, machen wir das gerne natürlich. Wenn es nicht Möglichkeit gibt, es auch für private Initiativen tatsächlich die Möglichkeit, Stationen selber anzuschaffen über Geosens,
die Modelle rechnen zu lassen. Die Möglichkeit gibt es tatsächlich auch noch. Also bitte an mich herantreten diesbezüglich und einfach nachfragen. Ich glaube, dann kommen wir noch mal ein Stück weiter. Insgesamt das Netz ist relativ gut bestückt, aber die ein oder andere weiße Stelle gibt es nach wie vor auf der Karte in Baden-Württemberg. So, was wir auch noch bekommen werden, das ist eine Sache, die habe ich vorher nicht gezeigt. Ich kann dir auch noch mal kurz zeigen, weil ich die als eine sehr hilfreiche Sache finde für die Praxis. Das sind die sogenannten Weincams. Wir haben Weincams installiert in Freiburg und in Blankenhornsberg seit 2017 und die Weincams haben den großen Vorteil, dass sie nicht das Modell abbilden, sondern dass man sehen kann, wie ist das Wachstum direkt. Ich werde Ihnen das nochmal kurz zeigen, was dahinter steckt online. Wir werden Weincams aufstellen. Die eine wird in Weinsberg aufgestellt bei unseren Kollegen von der LVWO. Das ist schon der Plan. Eine wird in Durbach aufgestellt, eine wird in Bad Cannstatt aufgestellt. Wir werden die so verteilen, dass wir möglichst ein breites Sortenspektrum abdecken in Baden-Württemberg. Bad Cannstatt wird zum Beispiel der Drolinger sein, in Weinsberg wird es der Riesling sein. Bei uns ist Spätburgunder am Blankenhornsberg, hier in Freiburg ist Müller-Thurgau. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr hilfreiches Instrument, um das Wachstum realistisch draußen zu sehen. Und letzten Endes, ob schnell wächst oder nicht, das ist nicht nur bei mir, bei uns in Freiburg so, das ist dann im Markgräf Landau so, beziehungsweise in der Ortenau. Hier unter Werkzeug haben wir hier diese Weincams. Und da sehen Sie, heute haben wir sie aufgestellt, das ist das aktuelle Bild in Freiburg und da können Sie dann sagen, ich will die große Kamera haben oder die kleine. Und das Schöne ist, wenn Sie dann zurückgehen und das letzte Jahr anschauen wollen, da gehen Sie da drauf, gucken sich die Situation im Juni an. Nehmen wir mal der 2. Juni, da haben wir das Bild. Und dann gehe ich mal drauf, wie war denn das eine Woche später letztes Jahr, also der 9. Juni. Und da sehen Sie schon, was in 7 Tagen zugewachsen ist. Das ist natürlich schon eine Herausforderung für uns alle im Pflanzenschutz. Und das hat letztes Jahr genau das ja charakterisiert. Und ich glaube, das wird hilfreich sein, wenn wir dann nicht nur am Blankenhornsberg und in Freiburg eine Kamera haben, sondern auch in anderen Weinbaubereichen in Baden-Württemberg. Ich glaube, das ist doch sehr, sehr hilfreich. Also, das Schöne ist natürlich, dass wir jetzt neue Stationen haben. Insgesamt sind es 27 reine Weinbaustationen, eine Weinbaustation aus der Schweiz. Dann haben wir 30 Obst- und Ackerbaustationen drin aus dem agrarmeteorologischen Messnetz, die aber alle geeignet sind für den Weinbau auch. In den nächsten Jahren ist angedacht, dass man wirklich manche Stationen aus dem Netz rausnimmt, zum Beispiel Niederrottweil, weil die einfach sehr tief steht. Andere Hirschberg, die wird beregnet, Vierschinge wird manchmal beregnet. Also sind alles Dinge, so Baustellen, die man im Laufe der nächsten Jahre bereinigen sollten oder verbessern sollten. Es wäre sehr schön, wenn es gelingen würde. Bitte an alle Berater, ich schicke es nochmal rum, an alle, die Wetterstationen betreuen. Wir brauchen die phänologischen Daten bzw. das BBCH09 oder das BBCH11, damit wir die Phänologie bzw. die Wachstumsmodelle auch starten können. Wir berechnen hier zwar auch Dinge automatisch, aber um das zu korrigieren, wäre schön, wenn Sie uns diese Daten melden könnten. Ich schicke das wie jedes Jahr rum. BBCH09 bzw. BBCH11 bitte eintragen, uns melden. So, und ich würde gerne wieder in die Geschichte kurz zurückgehen. Und es hat sich 2021 eine extrem schwierige Saison für uns alle, das wissen Sie. Ich glaube, dass man immer wieder auch zurückgucken muss. Die haben das damals sehr, sehr gut formuliert, der Institutsgründer. Ich zeige das immer gerne im Seminarende oder mittendrin. Wirksamer Schutz gegen die Rebenperlnospora hängt vollkommen vom Zeitpunkt des Spritzens ab. Ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich ein Stück weiter wie Karl Müller mit der interaktiven Anzeige der Wirkungsdauer. Wir wissen mehr, wann die Wirkungsdauer ändert, aber nichtsdestotrotz ist der Termin entscheidend. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Peronospora, sondern für Idium auch. Ich glaube, das ist der Schlüsseltransfer, die Seminare, die wir durchführen. Ich würde sie gerne mal wieder direkt vor mir sehen. Das ist einfach schade, weil ich mache das lieber in Präsenz, das wissen Sie.
Und ich glaube, wir müssen da alle Kanäle bespielen, in der Ausbildung, im Studium, Seminare, solche Fortbildungsveranstaltungen wie heute, sonst kommen wir da nicht voran. Und natürlich auch müssen wir publizieren, publizieren, aber miteinander reden müssen wir trotzdem und immer wieder. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das hat sich einfach die letzten Jahre bewährt. Am Ende, das könnte ich am Ende vom Seminar zeigen, ich mache es aber jetzt schon. Ich bedanke mich jetzt schon bei allen, die hier an Vitimedia mitarbeiten. Es sind sehr, sehr viele Menschen. Rebschutzwarte, Berater, Wetterstationsbetreuer, die Regierungspräsidien, das LTZ in Augustenberg, die Geosens, die Agroscope. Sie sehen, wir haben sehr, sehr viele Kooperationspartner inzwischen auch. Da wird der Herr Kraus sicher darauf eingehen, der LWG in Veitshöchheim bezüglich dem Monitoring mit der LVWO. Da mein Bruder Karl Bleier hat maßgeblich an diesem Tool mitgearbeitet, an der Wirkungsdauer gegen Oidium und auch andere aus dem Ausland, die uns immer wieder beisteuern, Informationen. Also wirklich, alle, falls ich jemanden vergessen habe, tut mir das leid. Das passiert manchmal. Aber alle, die uns unterstützen, da sind wir sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, wir sind wirklich ein Stück weiter. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass diese Plattform wächst und wächst. Es geht voran. Probieren Sie das aus in Ruhe. Da ist noch eine Menge Information hinten dran. Wir haben vor allen Dingen ein interaktives Werkzeug für Wissenschaftler, Berater und Winzer, also nicht nur für die Wissenschaftler, vor allem für die Winzer. Wir haben eine tolle Zusammenarbeit und es geht jetzt über 20 Jahre schon mit vielen Forschungseinrichtungen, mit der Weinberatung und mit Ihnen in der Praxis. Und wir haben unsere Kooperationsprojekte, werden weiterlaufen mit der Agroscope, mit der LVG in Veitshöchheim, mit der Geosens. Und wir haben nächstes Jahr, nächste Woche wieder ein Treffen mit den Schweizer Kollegen, wo es um die weitere Zukunft, um neue Projekte gehen wird. In diesem Sinne, probieren Sie es aus. Herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass 2022 für uns alle entspannter wird, dass Sie das Tool in Ruhe ausprobieren können, mit neuen Tools in Ovidimeteo. Und das wäre für uns auch gut, wenn es insgesamt entspannter wäre, vor allem für Sie als Betriebe, dass es wirklich wieder bergauf geht. Das würde uns alle freuen. Ich beende jetzt meine Präsentation und dann bin ich gern bereit, auf Fragen im Chat zu antworten. Vielen Dank.